Ein Pferd für kleines Blatt. Guten Morgen, Yakari. Guten Morgen. Wollen wir zum Fluss reiten? Regenbogen ist auch da. Was hältst du davon, kleiner Donner? Oh! Oh. Sei vorsichtig, kleines Blatt! Du darfst dich einem nervösen Pferd nie von hinten nähern. Ich glaube, ich habe kleines Blatt noch niemals sprechen hören. Seltsam. Ich schon. Sie kommt oft her und unterhält sich mit uns Pferden. Sie möchte unbedingt ein eigenes Pferd haben. Oh, meinst du wirklich? Ja, aber sie ist doch noch viel zu klein für ein eigenes Pferd. Komm, wir reiten zum Fluss. Sag mal, was meinst du denn dazu, Regenbogen? Wieso ist kleines Blatt mir gegenüber so schüchtern? Das ist nicht nur bei dir so, Yakari. Sie ist allen gegenüber schüchtern. Ja, aber nicht den Pferden gegenüber. Mit denen spricht sie. Das liegt daran, dass sie sich bei den Pferden sicher fühlt. Ob sie ihre Schüchternheit überwindet, wenn sie ein eigenes Pferd hätte? Vielleicht, aber sie ist ja noch viel zu klein, um ein Wildpferd zu zähmen. Ich könnte ihr doch dabei helfen. Aber sprich vorher lieber mit ihren Eltern. Gut, und dann finden wir ein Pferd für sie. Mit wir meinst du wohl uns beide, nehme ich an. Kleines Blatt! Oh. Warte, lauf doch nicht weg! Hey, sag mal, hättest du vielleicht Lust auf einen Ausritt mit mir? Also mit mir und kleiner Donner. Ich habe deine Eltern gefragt. Sie sind einverstanden. Wir wollen dir helfen, ein Pferd für dich zu finden. Ganz für dich allein. Oh. Oh. Kleines Blatt, bist du schon fertig? Und Proviant hast du auch mitgebracht. Halt dich gut fest. Kleiner Donner macht heute für dich eine große Ausnahme. Er lässt nicht jeden auf seinem Rücken reiten. Wir haben einen weiten Weg vor uns, um die Pferde zu finden. Eine kleine Pause? Steht schon hoch. Wir brauchen eine Pause. Ich schaffe es nicht, sie zum Sprechen zu bringen. Höher. Wir bleiben hier stehen, sonst erschrecken sie sich. Steig ab. Sie brauchen Zeit, um sich an unsere Gegenwart zu gewöhnen. So etwas kann den ganzen Tag dauern. Yakari, sieh dir das an. Huh? Oh nein, pass auf! Puh, das war knapp. Du darfst dich einem Wildpferd nicht so voreilig nähern. Das ist anders als bei unseren Pferden. Du musst dich ihnen Stück für Stück nähern. Ganz langsam und behutsam, klar? Warte. Sobald sie unruhig werden, bleibst du stehen. Und jetzt suchen wir das Pferd aus, das am ruhigsten ist. Das da zum Beispiel. Rotes Pferd. Rotes Pferd. Wenigstens weißt du jetzt endlich, wie ihre Stimme klingt. Sich langsam nähern ist gut, aber das allein reicht noch nicht. Du darfst nicht laut rufen und keine schnellen Bewegungen. Das kleine graue Pferd scheint etwas ruhiger zu sein als das rote, das immer so viel Abstand zu den anderen hält. Aber ich will das rote und kein anderes. Warte hier, kleiner Donner.
was ich dir gesagt habe? Also, sobald du in der Nähe des Pferdes bist, flüsterst du ihm was Freundliches zu. Ganz leise. So ist es gut. Lass es deine Hand beschnuppern. Freundschaft kann man nämlich nicht erzwingen. Das ist ja unglaublich. Sie hat es geschafft. Sieh mal, kleiner Donner, das hier ist mein neuer Freund. Er heißt Rote Wolke. Ja, ja. Oh. Ja, ja. Komm, die Pferde werden fliehen. Ja. Wir müssen warten, bis der Jäger seine Wahl getroffen hat. Rote Wolke! Rote Wolke! Kleines Blatt, komm zurück! Das könnte gefährlich werden. Aber ich will nicht, dass er Rote Wolke fängt. Vielleicht wird ihm das ja auch gar nicht gelingen. Wir werden ihre Spuren verfolgen, solange es noch hell ist. Wir haben die Spur der Pferde verloren. Ruh dich erstmal aus, kleiner Donner. Und wenn wir sie nicht wiederfinden, suchen wir dir morgen einfach ein anderes Pferd. Das wolltest du doch, oder? Ein eigenes Pferd? Ich will Rote Wolke. Du musst jetzt was essen, damit du bei Kräften bleibst. Zu sehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nicht zu fassen. Sie hat diesen weiten Weg ganz allein zurückgelegt. Nein, sie wird doch nicht versuchen, sich Rote Wolke zu schnappen. Sieht ganz so aus. Das Pferd in Ruhe, du kleine Diebin! Lass sie los! Sie ist doch noch ein Kind! Ist das deine Schwester? Hast du ihr etwa beigebracht, Pferde zu stehlen? Aber Rote Wolke ist mein Pferd! Meint sie das Pferd mit der Feuerfarbe? Ja, und sie hat es Rote Wolke genannt. Sie sagt die Wahrheit. Sie hat dieses Pferd nämlich vor dir gezähmt. Du lügst! Das rote Pferd stand bei den anderen Wildpferden, als ich es einfing! Es ist ihnen nur gefolgt, aber Kleines Blatt hatte es schon gezähmt. Das glaube ich dir nicht. Dieses Pferd hat ein schlechtes Wesen. Ich werde viele Monde brauchen, um es irgendwie zu zähmen. Das kommt, weil du böse zu ihm bist. Mir gehorcht es. Wir sind Freunde. Jetzt reicht's aber. Mach, dass ihr wegkommt. Sie kann es dir beweisen. Mhm. Dann soll sie es doch mal reiten, wenn sie es so gut gezähmt hat. Wenn ihr gelogen habt, werde ich euch vor meinen Stammesrat führen, um über euch zu richten. Und dann gehört das rote Pferd mir. Sei nur vorsichtig. Rote Wolke könnte verängstigt sein und unberechenbar reagieren. Rote Wolke wird mir schon nichts tun. Na gut, aber wenn er nervös wird, steigst du sofort ab. Mhm. Sie wird ihn reiten. Wir werden jetzt spazieren reiten. Du und ich, bist du einverstanden? Jetzt bist du frei. Oh.
Du hast nicht gelogen. Du hast dieses Pferd gezähmt. Aber ich hab's dir doch gesagt. Wir sind Freunde. Ihr könnt das Pferd mitnehmen. Ich fange mir ein neues. Danke. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Lass uns losreiten. Ich traue mich zwar nicht so recht, mit den Leuten im Dorf zu sprechen, aber mit den Pferden ist es ganz anders. Vor denen habe ich gar keine Angst. Und sie hören auf mich. Glaubst du, sie verstehen mich? Aber sicher doch. Schön, dass du keine Angst mehr hast zu sprechen. Rote Wolke ist das schönste Pferd auf der ganzen Welt. Und auch das schnellste. Vielleicht nicht ganz so schnell wie Kleiner Donner, aber fast. Und ich habe ihn mir ganz allein als Freund ausgesucht. Außerdem ist Rote Wolke das allerklügste Pferd überhaupt. Hast du gesehen, wie gut wir uns verstehen? Ich brauche ihn kaum zu berühren und er weiß sofort, was ich von ihm möchte. Hallo, Regenbogen, huhu. Sieh doch nur, ich habe mein eigenes Pferd. Sein Name ist Rote Wolke. Es ist ganz lieb und unglaublich schnell ist es auch. Rote Wolke scheint ihre Schüchternheit vertrieben zu haben. Wollen wir spielen, Regenbogen? Ja, gern, kleines Blatt. Also, als sie noch nicht so viel geredet hat, war sie mir doch lieber. Wie wär's jetzt mit einem Ausritt, kleiner Donner? Nur du und ich. Und ganz in Ruhe.